Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Challenge. Heute haben wir für euch die Teilen-Challenge, jawohl. Teilt jetzt das Video in euer Netzwerk, na los. Einfach unter dem Video auf Teilen drücken. Schafft ihr das? Na, ich bin nicht so sicher. Beweist mir das Gegenteil und teilt jetzt das Video. Los. Okay, na dann ab zum Video. Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Karlchen-Knackgeschichte. Wohin nur mit dem Kinderzimmer? Mal sehen, was passiert. Na los, mach schon. Komm schon. Oh, wo ist das denn? Du willst doch auch wissen, was es wird. Nicht wahr, Sparkles? Also, nun komm schon. Also, wo finde ich das Ergebnis dieser Abstimmung? Hier nicht, da nicht. Oh nein. Carla, was machst du denn da? Oh, Karlchen. Du hier? Ja, natürlich. Wo soll ich denn sonst sein? Heute ist schließlich mein freier Tag. Also, Carla, zurück zum Thema. Was machst du da? Du kaufst doch nicht etwa neue Schuhe, oder? Nein, Karlchen. Zurzeit passen mir eh keine Schuhe bei meinen Füßen. Sparkles und ich haben nach dem Ergebnis der Abstimmung geguckt. Ich bin so neugierig, was unser Baby denn eigentlich wird. Da konnte ich einfach nicht mehr warten und musste nachschauen. Aber Carla, Liebling, wir haben die Zuschauer doch gerade erst gefragt. Gib ihnen doch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, oder nicht? Guck mal, es ist nur noch knapp eine Woche bis zur Entscheidung. Oh, aber ich will nicht mehr warten, Karlchen. Schließlich warte ich schon seit Monaten. Na eben, dann machen ein paar Tage mehr oder weniger doch auch nichts mehr aus. Ach, Karlchen, es muss doch noch so viel geplant werden. Und wir brauchen noch so viele Sachen, Karlchen. Wie denn, was denn? Was denn planen? Was für Sachen denn? Mensch, Karlchen, jetzt überleg doch mal. Wir brauchen noch einen Kinderwagen, ein Kinderbett, eine Wiege. Nicht zu vergessen Deckchen, die Anziehsachen, Schüchen und Spielsachen. Schnuller, Tragetasche kommt ja auch noch da hinzu. Und, oh mein Gott, Karlchen! Was denn los? Was denn, Carla? Setzen etwa die Wehen ein? Soll ich Wasser heiß machen, Handtücher holen? Soll ich den Krankenwagen rufen? Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch überhaupt nicht wissen, wo wir das Kinderzimmer hinpacken sollen. Das hätten wir doch schon längst planen müssen. Oh, wie konnten wir das nur vergessen? Ach so, es geht nur ums Kinderzimmer. Oh, meine Güte. Tja, Kinderzimmer, also was heißt denn wohin? Müssen wir halt hier irgendwo einrichten. Wir sind doch eh immer hier, oder nicht? Hier? Ich weiß nicht, Karlchen. Haben wir dafür überhaupt genug Platz? Na, gute Frage. Lass mal schauen, wie wir die Plätze ausnutzen. Also was wir bräuchten wäre eine Wiege, ein Hochsitz, eine Tragetasche. Natürlich ein Kinderwagen und ein wenig Spielzeug. Ja, wird doch schon einiges, ne? Wird so ein Zimmer mal schnell voll. Ganz genau, Karlchen. Lass uns mal überlegen, wo wir sonst das Kinderzimmer hinmachen können. Haben wir nicht noch irgendwo ein freies Zimmer? Karlchen, wie wär's mit der Kommandozentrale? Aber Mausebein, die brauche ich doch. Wie soll ich denn sonst den Polizeifunk abhören und weitere Verbrechen planen? Wie bitte? Verbrechen planen? Karlchen, du bist jetzt Polizist? Wozu willst du denn noch den Polizeifunk abhören? Ich seh's schon vor mir. Der Fernseher müsste natürlich erstmal raus. Ein Kinderbettchen, Hochsitz und dann ist es eigentlich schon voll. Oh Mann, das wird ja noch voller als das Wohnzimmer dann. Wo du recht hast, Karlchen. Aber einen Raum gibt es noch, Carla, der zur freien Verfügung steht. Wirklich? Welchen, Karlchen? Na, unsere kleine Gefängniszelle unten. Okay, ist ein bisschen dunkel, ja? Ein bisschen unwohnlich. Oh, wir kriegen das bestimmt gemütlich eingerichtet. Nein, Karlchen, mein Baby wird nicht in einem Gefängnis aufwachsen. Es muss doch noch irgendwo in diesem Hauptquartier eine Möglichkeit geben, ein Kinderzimmer unterzubringen. Dann lass uns mal überlegen. Wir bräuchten also etwas mit viel Platz. Wo wir auch alles fürs Baby hinpacken können. Tja, wirklich schwer, aber ich habe eine Idee. Opas Labor. Das wäre perfekt. Da würde alles hinpassen. Ohne Probleme. Okay, ja. Ja, das stimmt. Das sieht wirklich alles wunderbar aus, Karlchen. Ja, nicht wahr? So haben wir definitiv genug Platz fürs Kind.
Huch, Karlchen, Carla, was verschafft mir denn die Ehre, dass ich euch in meinem Labor begrüßen darf? Oh, oh. Nanu, warum habt ihr denn Lineale und Klemmbretter dabei? Plant ihr etwa mein Labor auszubauen? Oh, das ist ja zu freundlich. Was? Ach, das hier? Nein, nein. Aber jetzt, wo du es ansprichst... Wir planen tatsächlich einen Ausbau fürs Baby. Oh, wie toll, dann habe ich endlich mehr Platz. Ich stelle es mir schon ganz genau vor. Was? Warte mal, was sagst du da fürs Baby? Das ist nicht böse gemeint, Opa, aber du... Du wolltest doch eigentlich nur ein paar Tage hier bleiben. Jetzt hat es sich schon über mehrere Wochen hingezogen. Bitte was? Aber, wo soll ich denn dann hin? Dieses Labor ist ja sowas wie mein Zuhause geworden. Ich habe jetzt sogar endlich meine Werkzeuge alle so angeordnet, dass ich hier blind und im Schlaf wiederfinden kann. Aber Liebling, wie kannst du denn deinem alten, kränklichen Opa so etwas antun? So alt wie ich schon bin, finde ich doch nie wieder eine neue Bleibe und... Alles in Ordnung mit dir, Opa? Du siehst aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Nein, alles in Ordnung. Mir ist es gerade nur eiskalt über den Rücken gelaufen. Ich habe da nur so eine böse Vorahnung, dass demnächst eine Katastrophe ins Haus steht. Eine Katastrophe? Was meinst du damit, Kaboom? So schlimm kann es ja wohl nicht werden. Alois Berthold Kaboom. Ich weiß, dass du da bist. Hab ich's euch nicht gesagt. Wer ist denn eigentlich Alois? So heißt Opa mit Vornamen, Karlchen. Was, ehrlich, Alois? Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht. Der Name ist ja sowas von peinlich, Opa. Das ist nicht witzig, Karlchen. Was machen wir denn jetzt? Alois Berthold Kaboom. Ich weiß, dass du da bist. Mach gefälligst die Tür auf. Was machen wir denn jetzt? Leute, hat irgendwer von euch eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich glaube, das ist meine Oma, Karlchen. So wie es aussieht, sucht sie nach dir, Opa. Hilfe, versteck mich vor ihr. Opa, was machst du denn da? Alles gut bei dir, oder wie? In Ordnung. Das ist meine letzte Warnung, Alois. Na gut, Opa. Wenn du zu feige bist aufzumachen, dann werde ich mal Oma begrüßen. Nein, Karlchen, nein, tu's nicht. Es geht um deine eigene Sicherheit. Okay. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Ich komme jetzt rein. Na bitte. Geht doch. Die Tür, die meinem Taschenleser standhalten kann, muss erst noch geboren werden. Da bist du ja, Alois. Oh, Liebling, du hast hergefunden. Toll. Wurde ja auch Zeit. Wir haben dich schon erwartet. Das habe ich nicht dir zu verdanken. Ich bin ewig hier rumgeirrt. Was fällt dir eigentlich ein, einfach abzuhauen? Du wolltest nur kurz einkaufen gehen und dann warst du ein paar Wochen weg. Glücklicherweise konnte ich deine Spur verfolgen. Nanu? Carla? Was machst du denn hier, mein liebes Enkelkind? Naja, Oma, ich wohne hier. Nein, wirklich. Oh, das ist aber schön. Und Kindchen, bist du etwa schwanger? Meinen Glückwunsch. Danke, Oma. Naja, so nach der Hochzeit hat es sich dann einfach so ergeben. Was? Hochzeit? Alois, wusstest du etwa davon? Nein. Ich weiß von nichts. Was redest du denn da? Natürlich, du warst doch bei der Hochzeit dabei, Opa. Was? Nein. Psst, Karlchen, sei still. Hey, wieso denn? Du bist ja quasi vor der Hochzeit hier bei uns eingezogen. Was? Hier hast du dich die ganze Zeit also herumgetrieben? Na warte, das wird noch Konsequenzen haben, Freundchen. Ach, Oma, hör doch auf zu streiten und ruh dich lieber aus. Darf ich dir noch meinen Ehemann vorstellen? Oh, natürlich. Hoffentlich nicht so ein Nichtsnutz wie dein Opa. Also, Oma, das hier ist mein Ehemann, Karlchen Knack. Meister in allem und jetzt sogar Polizist. Freut mich, Sie kennenzulernen, junge Frau. Oh, charmant. Du kleiner Schleimer, du. Ich freue mich sehr, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen, Frau Kaboom. Oh, vielen Dank. Aber ich werde leider nicht lange bleiben. Ich werde mir meinen Mann schnappen und wir werden uns sofort auf den Weg machen. Oh, das ist aber schade. Ich hätte Sie gern noch näher kennengelernt. Was? Nein. Wir können jetzt nicht einfach nach Hause gehen, nicht sicher? Nicht so schnell, der Herr. Wir haben noch was zu besprechen.
Was ist es denn, Liebling? Los, Freundchen, mitkommen. Ui, ich habe die Befürchtung, dass das nichts Gutes ist. Och, da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. Das ist so herrisch. Oh, ist ja gut. Wie kannst du es sagen? Ich wollte dir Bescheid sagen. Wirklich, das musst du mir glauben. Und sie ist schwanger. Oh, meine Güte. Ich will doch hier niemals lassen blieben. Aber der Kalchi knapp. Ja, der hat mich gezwungen. Der hat mich nicht weggelassen. Du einfach sofort wieder nach Hause kommen. Das musst du mir glauben. Das lass ich doch nicht mit mir machen. Meinst du, Opa kommt zurecht, ja, ohne uns? Die streiten sich öfters. Mach dir keine Sorgen. Aber denk lieber daran, dass wenn Opa das Labor freiräumt, dann haben wir Platz fürs Kinderzimmer, Karlchen. Ja, du hast ja recht, Carla. Und wenn Opa erstmal weg ist, dann wird er mir bestimmt fehlen. Und immerhin, man muss sagen, er hängt auf jeden Fall an seinem Labor. Och, ich weiß nicht, Carla. Na, was meint ihr? Habt ihr eine andere Idee? Irgendeine andere Lösung, wie Opa bleiben kann? Oder soll er gehen und seine Werkstatt für ein neues Kinderzimmer freimachen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann abonniert doch unseren Kanal. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Logo. Und wenn ihr direkt weiterschauen wollt, klickt auf eins der beiden Videos rechts von mir. Na dann, bis später.